Jesus sagt: Ich ermutige alle Senioren, sich meiner Armee anzuschließen. 20. August 2016. Worte von Jesus an Schwester Claire, gesprochen von Jackie. Claire begann: Unser lieber Herr Jesus ist mit uns Herzbewohner. Heute in der Anbetung spielte der Herr alle Lieder ab, die wir, Ezekiel und ich, aufgenommen haben. Es ist wunderschön, denn sehr oft denke ich nicht darüber nach, was mir mit einem Lied geschenkt wird. Wenn ich dann zurückkomme, wenn Jesus jene Lieder auswählt, wenn wir unser Gerät auf Zufallsmodus schalten und den Heiligen Geist unsere Lieder auswählen lassen, wenn er jene Lieder wählt, um mir damit zu dienen, dadurch wurde mir erst richtig klar, was diese Lieder für eine Aufgabe haben und wie wichtig sie sind. Der Herr hat mir heute etwas bezüglich Musik übermittelt. Man kann einen Brief schreiben und damit eine Person berühren. Und das ist wichtig. Aber man kann ein Lied schreiben und Tausende oder Zehntausende mit der gleichen Botschaft erreichen. Das ist also Teil unseres Dienstes und das ist etwas, woran wir weiterhin arbeiten werden. Oftmals fühlen wir uns beeinträchtigt, da wir es lieben, mit euch zu korrespondieren. Und doch sind wir gerufen, jene Lieder aus dem Himmel zu empfangen und sie in eine Gabe umzuwandeln, damit sie tausende Seelen erreichen können. Was für ein kostbares Geschenk dies für alle ist, die dadurch berührt werden. Dann wählte Jesus eines von Terry McGalmans Lieder, Holy is your name, heilig ist dein Name. Dies ist ein wunderschönes Anbetungslied und ich sah, dass Jesus und ich in einem Ballsaal tanzten. Es war ein formaler Anlass und ich trug das genau gleiche Kleid, das ich mit 16 zum Abschlussball trug. Er sprach es sogar an, dass es tatsächlich jenes Kleid sei. Er trug einen schwarzen Smoking und mein Herz befand sich in einer anbetenden Haltung, als wir zu jenem Lied tanzten. Der Saal war voll mit anderen Paaren. Ich denke, dass jedes mit seinem Jesus tanzte. Es legten sich Dinge auf mein Herz, während wir tanzten. Dinge, die ich nach seiner Botschaft gestern sagen wollte, über die Älteren. Und mit 70 gehöre ich auch dazu. Er scherzte mit einem Lächeln. Du tust es wieder. Du liest meine Gedanken. Und ich scherzte zurück. Sagt die Schrift nicht, dass wir die Gesinnung von Christus annehmen sollen? Er lächelte. Gut ausgedrückt. Ich habe den besten Lehrer. Das hast du wirklich. Bitte teile, was auf deinem Herzen ist. Es ist wirklich mein Herzenswunsch, dass meine Erschöpften das hören. Sie brauchen eine Erneuerung in ihrer Denkweise, eine neue Perspektive. Ganz einfach, ich sah deutlich, dass auch jene von uns, die älter sind, 60 und darüber, immer noch frisch und in der Lage sind, in die Welt hinauszuziehen, um eine Kraft für das Gute zu sein. Er zeigt uns, wie wir beim Abschlussball waren, weil dies die schnellste Art ist, wie wir uns in die Anfangsjahre zurückversetzen können, als junge Erwachsene, die erst gerade durchstarten. Wir sind nicht verkümmert in irgendeinem Altersheim. Wir leben und sind geistig vital und wir haben die Fähigkeit zu führen und kraftvoll zu beten für jene, die noch wenig Lebenserfahrung haben. Er zeigt uns den Abschlussball, um uns vor Augen zu führen, wer wir aus seiner Sicht wirklich sind.
beides auf Erden und im Himmel. Wir fangen erst gerade an, ihr Lieben. Wir haben, was die jüngere Generation dringend braucht. Wir haben die Fähigkeit, die Gefahren des Materialismus, der Gier und der Sinnlichkeit zu durchschauen und für junge Mütter und Väter zu beten, die immer noch auf den Wegen der Welt wandern. Jesus begann: Meine Lieben, warum denkt ihr, dass ihr im Himmel nur 33 Jahre zählt? Habe ich euch die Jahre nicht wieder zurückgegeben, die die Heuschrecke verschlungen hat? Seid ihr nicht für immer wunderschön für mich, für immer auf dem Höhepunkt meiner Schöpfung? Habt ihr nicht für mich gelebt und die Welt für mich aufgegeben? Wie soll ich euch denn sehen? Erschöpft, alt und ausgelaugt? Oder voller Leben, Kraft und Elan? Nicht, was die Welt Elan nennt, vielmehr, was ich Elan nenne. Heilige Tugend, ein Herz, das für mich schlägt, ein Herz aus Gold, für immer atemberaubend schön im Himmel. Meine Bräute, ich möchte, dass ihr wisst, dass ihr in diesem Augenblick besser in der Lage seid, meinen Willen für euch zu erfüllen, als jemals zuvor in eurem Leben. Ihr mögt in euren 80ern sein, aber ihr tragt immer noch jenen Funken Licht und die Liebe zu mir in euch. Und jener Funke kann einen ganzen Wald in Brand setzen. Ein kleiner Funke kann tausende Quadratmeter Dunkelheit zerstören. Das ist eure Berufung, ein kleiner Funke zu sein in dieser Welt. Jenes eine Wort, das ihr zu einem jungen Menschen sprecht, der sich in Aufruhr und Verwirrung befindet, kann genau das sein, was nötig ist, um die Dunkelheit in seinem Leben zu eliminieren und seine Füße auf den richtigen Kurs zu lenken. Jenes eine Gebet, das ihr für jene Seele darbringt, könnte für sie der Schlüssel sein, um in den Himmel und ins ewige Leben eintreten zu können. Weil ihr so lange unter der Sinnlosigkeit der Menschen gelebt habt, habt ihr keine richtige Vorstellung vom Wert der Gebete. Alles, was aus weltlicher Sicht als wichtig erachtet wird und euch präsentiert wurde, bedeutet große Anstrengungen. Es ist teuer, aufwendig, kompliziert und schlagkräftig nach weltlichem Maßstab. Aber betrachtet meine Anfänge. War ich nicht nur eine Stimme, eine sanfte Stimme, die in Liebe meiner Schöpfung zurief, an meinen Festtisch zu kommen? Könnt ihr der Bergpredigt einen Preis zuordnen? Draußen in den Hügeln, auf dem Gras sitzend, ein natürliches Amphitheater, Sonnenlicht, ein einfacher Lehrgang, der gegeben wurde und der den Kurs der Menschheit veränderte und die religiösen Würgegriffe zertrümmerte, mit welchen die herrschende Elite jener Tage die einfachen Männer und Frauen festhielt. Eine Heilung. Eine Frau, die mein Gewand berührte, und eine unreine Frau noch dazu. Sie wurde geheilt und allen um sie herum wurden die Augen und Herzen geöffnet für den wahren Charakter ihres Gottes. Ich schlug die Frau nicht, weil sie mich berührte, obwohl das Gesetz solches verboten hat. Nein, ich kam, um das Herz des Gesetzes zu erfüllen, die Liebe. Aber es wurde durch eine einfache Berührung getan. Kein Amphitheater, keine Chöre, keine Lichter, keine Kamera, keine Action, etc. Nein, nur ein einfaches Wort. Hab Mut, Tochter, dein Glaube hat dich geheilt. Und ihr Leiden, welches 12 Jahre gedauert hat, war zu Ende. Und die geistige Blindheit aller, die es sahen, war geheilt. Ihr Älteren und Gebrechlichen, dies ist die Kraft in euch, dies ist, was ihr in euren Händen haltet. Dieses Wort, dieses Gebet, welches ihr sprecht, hat die Macht, den Kurs der Geschichte für eine einzelne Seele zu verändern und vielleicht noch mehr.
Denn wenn jene Seele sich verändert, verändert sie wiederum alle um sich herum und auch die nächste Generation. Ihr habt keine Vorstellung von der Kraft, die ich euch anvertraut habe. Hatte nicht der junge Mann Nathan in Israel, der die Nahtoderfahrung erlebte, den unendlichen Wert der Gebote beschrieben? Gute Taten, die mit dem reinen Motiv getan werden, mich zu erfreuen. Und dies ist, was ihr anzubieten habt in euren letzten Jahren auf Erden. Ihr habt die Leidenschaften der Jugend durchlebt. Ihr habt die dummen Dinge getan, welche die Unerfahrenheit im Leben mit sich bringt. Ihr seht die Fallen deutlich, die jenen in der Welt vor die Füße gelegt wurden. Meine Bräute, ihr seid jetzt genauso wunderschön und leistungsfähig, wie ihr es in den Tagen eures Abschlussballes wart. In Wirklichkeit seid ihr jetzt geschmückt mit den unbezahlbaren Juwelen der Weisheit, die euch nur Jahre voller Erfahrungen und Leiden schenken können. Ihr habt aufgewühlte Seelen rund um euch herum, die nach Antworten suchen. Adoptiert sie und macht sie zu euren Söhnen und Töchtern. Engagiert euch im Gebet für sie und bleibt in Verbindung. Seid da für sie und bietet ihnen eine Schulter zum Anlehnen und Weinen. Was bringt es Gutes, wenn ihr euch in der Anbetung anfüllt und es dann nicht über andere gießt? Es bringt nichts. Und wie kann ich mehr heilende Salbung über euch gießen, wenn ihr eure Gefäße nicht über andere ausgegossen habt? Ihr wurdet eingeschüchtert und entmutigt von einer Gesellschaft, die die Weisheit des Alters nicht ehrt. Aber ich habe euch gesalbt und euch diesen Auftrag erteilt. Geht und verbindet die Einsamen, Verletzten und Verwirrten. Betet für sie. Sprecht ein Wort über ihre Situation zur passenden Zeit. Verfolgt dieses Wort weiter. Macht Aufzeichnungen von den Namen der Seelen, die ihr berührt. Speichert die Gespräche, damit ihr eure Erinnerung auffrischen könnt, wie ihre Situation war. Ihr habt gesehen, wie Satan die Technologie genutzt hat. Jetzt werdet ihr erleben, wie ich sie nutze, Schritt für Schritt, um die Verlorenen zu verwandeln, um die Leidenden zu trösten und um den Kurs der Jungen und Unerfahrenen zu lenken. Ja, ich habe euch ein sehr mächtiges Hilfsmittel zur Verfügung gestellt und ein riesiges, suchendes Publikum eröffnet. Wendet es richtig an. Macht mich stolz auf euch. Ich werde euren Elan und eure Weisheit erhöhen, während ihr euch selbst über andere ausgießt. Reicht zu jenen hinaus, die älter sind, ermutigt sie, sich dieser Schlacht der letzten Tage anzuschließen. Sie können auch Teil von dieser mit Weisheit angefüllten Armee werden, selbst wenn sie nur im Bett liegen und unfähig sind, sich zu bewegen. Bringt die gebrochenen Herzen zu ihnen und bittet um ihre Gebete. O, wie mächtig die Gebete jener sind, die Krankheiten ertragen und sich nicht bewegen können. Wie mächtig, ihr müsst sie nur überzeugen, dass sie auch eine ausschlaggebende Rolle spielen können, dass sie im Zentrum des Rades liegen und all ihre Gebete durch die Speichen hinausreichen. Jenen, die schwach im Bett liegen, wurde ihre Bestimmung, mein Königreich aufbauen zu helfen, gestohlen. Sie wurden angelogen, dass sie wertlos, unwichtig und unfähig seien, irgendetwas zu tun. Oh, was für eine große Lüge das ist! Ein Zerrbild und der Urheber dessen ist kein anderer als der Vater der Lügen selbst, weil er sich davor fürchtet. Wenn jene zu beten anfangen und damit sein Königreich zu Fall bringen und seine Absicht vereiteln, die Jungen in die Hölle zu zerren. Aber ich appelliere an euch, meine Bräute,
sie von etwas anderem zu überzeugen. Sie haben die mächtige Waffe von Simons Kreuz, die sie von ihrem Rollstuhl oder von ihrem Bett aus schwingen können. Aber ihr müsst sie überzeugen und sie in die Arbeit einbeziehen. Werdet ihr dies für mich tun? Werdet ihr Kämpfer heranziehen, die euch unterstützen, um jene, die im Begriff sind, unterzugehen, zu retten? Ich appelliere an euch, meine Bräute, weil es da eine große Armee gibt, die brach liegt, dahinsiecht und verkümmert. Sie haben nichts, wofür es sich zu leben lohnt. Ihr könnt ihnen diese große Aufgabe anbieten, für euch zu beten und sogar die Aufgabe, sich zu erheben und zu lernen, wie man das Internet nutzt, um ein Teil von dem zu werden, was ihr tut. Danke euch, meine Treuen. Ich rufe euch zu, diesen Seelen wieder eine Hoffnung und einen Sinn zu geben, durch ihre einfachen Gebete und macht weiter, jenen Funken hinauszutragen, der den dunklen Wald in Brand setzt und meine Verlorenen ins Licht zurückführen wird, für alle Ewigkeit. Ihr seid meine auserlesenen Instrumente und mit euch werde ich dies umsetzen.